Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. Wir sind immer noch hier in dem Alien-Schlachtschiff und haben beim letzten Mal schon ganz gut aufgeräumt. Aber wir haben hier noch einen Elite-Motron und den möchte ich gerne erschießen, ohne mich in Gefahr zu begeben, da irgendwie andere Aliens zu triggern. Deswegen lasse ich ihn jetzt erstmal einfach kommen. Der wird sich schon bewegen. Hoffentlich. Da bewegt sich auf jeden Fall noch. Ich bleibe erstmal einfach hier. Ich stehe hier eigentlich ganz gut. Du machst auch Feldposten. Feldposten und Feldposten. So, und Feldposten. So wie es aussieht, hat der Leuten offenbar auch Feldposten gemacht. Steht da einfach nur rum. Ich würde es eigentlich begrüßen, wenn der hier mal raufkommt. Okay, das nehme ich jetzt selbst in die Hand, das dauert mir zu lange. Komm mal hierher. Siehst du den nicht mal da unten? Alter, verarsch mich da nicht. Komm, ich werfe mal eine Granate darunter. So. Mhm. Du gehst mal hierher. Kannst den nicht sehen, ernsthaft? Das ist jetzt ein Witz, oder? Dann haben wir da noch eine Granate hin. Jetzt hat er da noch einen gefangen. Zoom mal da, du gehst mal hier hinten hin. Ach, das war klar mit Feldposten. Oh, und der trifft natürlich auch noch. Was für ein Mistkerl. Egal, dafür erschieße ich ihn jetzt. Ach, das ist Blutwurst. Super gemacht. So, Rest des Teams vorgezogen, bitte. Ach, ich hätte es gleich heilen können, ne? Ja, ist egal. Ist jetzt egal. So, hierher. Tu uns bitte hierher. Kannst auch ruhig den Spurten, ist egal. Feldposten hier, Feldposten da. Ah, das ist der Meldcontainer, ich kann ihn sehen. Da ist der Meldcontainer. Das wäre ein Spurt, ha? Ich möchte da nicht hinspurten, ich möchte eigentlich gerne sofort einsammeln. Komm du mal hierher. So. Riskant, mache ich jetzt aber trotzdem. So, mein Meldcontainer. Sehr gut. So, du heilst dich bitte mal eben selber. Wobei, nee, da doch. Doch, machen wir. Sicher ist sicher. Ich habe ja genug Zeug dabei. So, jetzt muss ich nur irgendwie hier. Also wieder hier runter jetzt gelaufen. Und dann turnen wir gleich da oben rauf. Mit dem ganzen Team eben hier drüber. Mal sehen, was uns hier noch so erwartet auf diesem Schiff. So, du gehst hierher. Hm, da ist schon mal nichts zu sehen. Interessant. Diese Tür muss natürlich jetzt erstmal noch geschlossen bleiben. Hierher mit dir. Interessant, so einen U-Boot von der anderen Seite zu stürmen. Meistens fangen wir hinten oder an der Seite an. Diesmal von hier aus, hier rüber. Dann werden wir ein bisschen nachladen noch, bevor es weitergeht. Und du machst mal Feldposten zur Sicherheit. Du lädst nach, ganz wichtig. Das klingt auf jeden Fall noch nach Muton. Gehen wir hier drüben hin, Mary Scott. Nichts zu sehen. Das heißt, die sind wahrscheinlich draußen. Das ist nämlich uncool, weil ich die jetzt erstmal durch das ganze Schiff dann jagen muss. Na! Ach Mann! Sag mal! Diese Steuerung, ey. Manchmal ist das echt eine Katastrophe. So, guck mal, da kommen wir hier rauf. Da ist auch nichts zu sehen. Okay. Dann schicken wir dir den. Diesen hier als Verstärkung.
hierher. Und natürlich Smith hierhin erstmal. Und dann den lassen wir mal nachladen. Achso, ich habe mich ja bewegt. Ja, genau. Okay, dann musst du leider auf Pistole bleiben. Du musst auch mal nachladen, ganz dringend. Das funktioniert nämlich sonst alles nicht mehr irgendwann. Ah ja, da vorne sind sie. Du, aufmachen. Da sind sie ja. Drei Stück. Und die stellen sich alle noch raus, auch wie hübsch. Ja, dann kannst du ja gleich mal auf den ersten draufhalten. Und den auch gleich umbringen, genau. So wie man das. So ist das hübsch. So, dann kommst du. Hier unten hin. Dann machen wir mal einen kinetischen Schlag gegen einen von denen. Oh, ich gegen, ja, gegen diesen hier. Und dann darf gleich unser... Der ist hinüber. Ach, guck mal. Jetzt kann der hier oben... Schade, der sieht den nicht. Okay. Aber dafür haben wir einen... richtig coolen... Sturmsoldaten. Der jetzt einfach mal hier runter gestürmt kommen darf. So. Und jetzt erschießt du den ja einfach mal, weil du gerade so schön davor stehst. Peng! Tschüss! Ein weiterer Sieg. Hm, okay. Interessant. Na gut. Ist dann so. War dann doch ein bisschen einfacher als gedacht. Die Aliens müssen zulegen, sonst machen wir sie fix und fertig. Oh ja, das werden wir. Das werden wir. So, jetzt habe ich wieder eine ganze Menge Schrott dabei. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nochmal das Genlabor besuchen. Soldaten auswählen. Er hat noch nichts. Charles Williams ist noch nicht. Er kriegt auch das hier. Danke, Commander. Ich lasse den Freiwilligen umgehen für die Operation vorbereiten. Ja. Ich melde mich. So. Machen wir rein. Okay, das war jetzt ungünstig. Hätte ich jetzt nicht machen dürfen. Moment, hä, scheiße. Getan? Schalt sie aus! Fassen Sie nicht an! Das könnte es sein, worauf wir gewartet haben. Er scheißt sich auseinander. Stellen Sie das ab! Es kann die ganze Basis zerstören! Nein! Geben Sie ihm Zeit. Vertrauen Sie mir. Einmal. Was macht sie jetzt? Es arbeitet. Sir, wir bekommen neue Daten von der Hyperwellenverbindung. Der Einsatz scheint sich gelohnt zu haben. Aber wir haben das Leben aller aufs Spiel gesetzt, um die Neugier der Doktorin zu befriedigen. Dafür hat sich das Risiko gelohnt. Wären wir nicht so hartnäckig gewesen, hätten wir diese Information nie bekommen. Ja, das finde ich jetzt sehr ungünstig. Jetzt müssen wir das auf sehr UFO abfangen und natürlich ist mein bester Heavy jetzt natürlich ausgerechnet im Genlabor. Naja, hilft nichts. Abfangjäger starten. Demon. Holen wir das Ding runter. Ist anvisiert. Wir nähern uns dem Ziel. Das ist ziemlich heftig, dieses Ding, ne? Aber es hat gereicht. Ich hab's abgeschossen. Okay. Durch die Hyperwellenverbindung wird uns angezeigt, was da wahrscheinlich drauf ist. Also wir haben auf jeden Fall 10 Besatzungsmitglieder. Das wissen wir jetzt. Ein Aetherer, unser erster Aetherer. Also auf jeden Fall Elite-Mutant, Sektorport, Drohnen und schwerer Schweber. Okay, das heißt, es sind 10 Stück. Ein Aetherer ist auf jeden Fall dabei. Ein Sektorpod sind 2, die Drohnen jeweils 2 Stück dazu. Sind wir bei, was hatte ich gesagt? Aethera, ein Sektorpod und 2 Drohnen, sind wir bei 4. Dann sind noch 6. Es sind noch 3 schwere Schweber und 3 Elite-Motoren dabei.
Okay, das ist natürlich ziemlich heftig. Gerade der blöde Sektopod. Sehr ärgerlich. Aber gut. Skyranger schicken, wir haben keine Wahl. Dann nehmen wir halt Hao Gao mit. Irgendwas Sinnvolles hinzufügen? Nein, kann ich leider nicht. Das ist natürlich extrem ärgerlich jetzt, aber ist nicht zu ändern. Zum mal da individualisieren. Rüstungsdekor Nummer 2. Bisschen besser aus. Und bei ihm ebenfalls individualisieren. Rüstungsdekor Nummer 2. Gibt es noch ein drittes? Ja. 4. Irgendwie sind das nur andere Schulterpanzer, ne? Gefällt mir alles ganz gut eigentlich. Was ist denn der Unterschied jetzt hier? Achso, das ist Nummer 9. Nummer 8. Achso, okay. Okay, dann kriegt er mal Dekor Nummer 8. Sieht ganz schick aus eigentlich. Und beim Rest belasse ich es erstmal dabei. Geistrüstung wäre vielleicht ganz sinnig, ne? Ich habe keine Lust, Geistrüstung zu bauen. Nee, ist egal. Wir fangen damit so an, wie wir jetzt sind. Und krallen uns dieses Aufseher-UFO. Strike One. Bereit machen zu... Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Wir haben die Koordinaten der außerirdischen Absturzstelle. Zum... Sie haben dieses Schiff mit ihrer fortschrittlichsten Technologie geschützt. Wir können also davon ausgehen, dass sich im Inneren etwas befindet, das für ihre Invasion extrem wichtig ist. Wir sollten uns auf schweren Widerstand einstellen. Sie werden es uns nicht kampflos überlassen. Ja, das ist richtig. Die Mission hier hat es auch eigentlich ziemlich in sich. Obwohl wir ja wissen, es sind nur 10 Feinde da, aber die muss man halt erstmal ausschalten. Und was uns hier im Aufseher-UFO erwartet und was für ein wichtiges Stück Technologie das ist, was wir hier vermuten, das erfahren wir dann erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play XCOM Enemy Within. Bis dann.